Bundestagswahl 2021, das Rentenwahlprogramm der CDU-CSU. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben das Wahlkampfprogramm der CDU-CSU unter der Überschrift Programm für Stabilität und Erneuerung zum Thema Rente geprüft und gecheckt, was die Parteien in ihren Wahlprogrammen für Aussagen getroffen haben. Nochmal folgende Parameter, die wir anhand derer wir das CDU-CSU-Wahlprogramm mal geprüft haben. Und zwar als erstes das Thema Bürgerversicherung. Zweitens das Thema Anhebung Regelaltersgrenze, also Stichwort länger arbeiten. Drittens Einführung einer Mindestrente. Also was sagt die CDU dazu? Was sagt die CDU zum Thema Abschaffung der Rente mit 63? Ein Riesenthema. Gibt es irgendwelche Hinweise im Wahlprogramm zur Verbesserung der Erwerbsminderungsrente? Und last but not least zu den Aussagen zur Betriebsrente und anderweitigen Altersvorsorgeabsicherung. Und ich starte einfach mal schon mit dem Thema Rentenwahlprogramm CDU-CSU, die Bürgerversicherung. Kann ich Ihnen schon eins sagen, es gibt keinerlei Aussagen zu einer möglichen Bürgerversicherung, wie sie zum Beispiel bei den Grünen oder bei den Linken und auch bei der SPD im Wahlprogramm stehen. Mehr noch, im Regierungsprogramm lehnt die CDU-CSU eine Einheitsversicherung im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung kategorisch ab. Es wird so die Aussage der CDU-CSU, wenn überhaupt nur eine verpflichtende Rentenversicherung für Selbstständige geben. Also keine Bürgerversicherung, wo alle Menschen in der Bundesrepublik Deutschland einzahlen. Was sagt die CDU-CSU in ihrem Wahlprogramm zur Erwerbsminderung? Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da war ich positiv überrascht. Die CDU-CSU will für Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, die aktuell, also im Jahr 2021 oder auch schon vorher, eine EM-Rente beziehen, Verbesserungen für die Jahre 2014 bis 2019 durchsetzen. Wie genau sie das umsetzen will, dazu sagt aber die CDU nichts. Also auch die Frage ist leider offen, kann ich Ihnen nicht beantworten. Was sagt die CDU-CSU zur Anhebung der Regelaltersgrenze von 67 Jahren auf länger? Wir haben ja erfahren, dass der Herr Laschet ja mit der Anhebung der Regelaltersgrenze von 67 auf 70 liebäugelt. Aber im Regierungsprogramm der CDU-CSU gibt es hierzu keinerlei Aussagen. Das heißt also, es soll die Regelaltersgrenze von aktuell 67 Jahren bestehen bleiben. So steht es auch im Regierungsprogramm drin. Was sagt denn die CDU-CSU zum Thema Mütterrente 3? Ganz brandheißes aktuelles Thema bei der CDU und CSU. Zur Mütterrente 3 gibt es in dem Regierungsprogramm der CDU-CSU keinen Hinweis. Man könnte also meinen, es wird also nichts mit der Rentenangleichung für Mütter, die Kinder vor 92 oder nach 92 geboren haben. Interessanterweise fordert aber die Schwesterpartei, die CSU, in ihrem sogenannten Bayernplan genau diese Angleichung der Mütter für alle Mütter. Und sie droht auch an, dass es ohne diese Angleichung mit ihr keine Koalition geben wird in irgendeiner Regierung. Das ist eine hochinteressante Aussage, die die CSU hier getroffen hat. Wie sieht es denn im Wahlprogramm 2021 bei der CDU-CSU in Sachen Mindestrente und Abschaffung der Rente mit 63 aus? Die Mindestrente, wie sie zum Beispiel von den Linken gefordert wird, finden wir im Wahlprogramm der CDU-CSU nicht. Also es wird keine Mindestrente geben. Die CDU-CSU hat ja mit der SPD die Grundrente eingeführt. Also das ist sozusagen, salopp gesagt, abgegessen. Von der Abschaffung einer Rente mit 63 ist nicht die Rede. Also wir finden dazu nichts.
Können wir also auch nicht negativ behaupten, die CDU-CSU wolle die Rente mit 63 abschaffen. Die CDU-CSU möchte die betriebliche Altersvorsorge stärken. Es soll die Mitnahme der Ansprüche aus einer betrieblichen Altersversorgung beim Jobwechsel verbessert werden. Geringverdiener sollen stärker in die betriebliche Altersversorgung eingebunden werden. Jetzt wird es interessant. Bei der privaten Altersvorsorge ist ein Neustart geplant. Die CDU-CSU möchte sie, also die private Altersvorsorge, effizienter, transparenter und auch attraktiver machen, indem sie Kriterien für ein sogenanntes Standardvorsorgeprodukt festlegt. Dieses Standardvorsorgeprodukt soll ohne Abschlusskosten und mit möglichst niedrigen Verwaltungskosten auskommen. Aber die CDU-CSU will dieses Standardvorsorgeprodukt wieder in die Hand der privaten Versicherungs- und Bankenwirtschaft legen. Und wenn sich herausstellt, dass dieses Standardvorsorgeprodukt genauso ein Reinfall wird wie die Riester-Rente, wird dann nach dem Willen oder soll nach dem Willen der CDU-CSU dieses Standardvorsorgeprodukt in staatliche Hand gelegt werden. Und was ganz neu ist, die CDU-CSU will eine neue Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge einführen, und zwar die sogenannte Generationenrente, die in einen Pensionsfonds eingelegt wird oder angelegt wird. Das Rentenwahlprogramm der CDU-CSU ist kein wirklich zukunftsweisendes Rentenprogramm. Es zeigt aus unserer Sicht keine Zukunftsperspektiven auf für unsere Kinder und Enkelkinder in Sachen Rente. Die Handschrift der Konservativen ist klar auf den Status quo ausgelegt. Einzig im Bereich der Erwerbsminderungsrente sind Verbesserungen geplant, die ich als Rentenberater auf jeden Fall nur begrüßen kann. Nutzen Sie unseren Wahlkampfcheck zum Thema Bundestagswahl 2021 und vergleichen Sie die Rentenprogramme der Parteien. Wo können Sie das tun? Auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.